Ja, hey, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. In der letzten Folge haben wir mehr oder weniger richtig aufgeräumt auf dem Schlachtfeld. Und jetzt haben wir die Aufgabe, das Schlachtfeld zu verlassen. Okay. Mal gucken wir erstmal, ob ich dahin kann. Wahrscheinlich nicht, ne? Doch. Okay. Was ist denn da noch? Okay, war aber klar, ne? Ich konnte dazwischen nicht speichern, was ich irgendwie nicht gut finde, weil wenn die Aufnahme jetzt hier nicht glückt, dann habe ich ein Problem. Da muss ich die letzte Aufnahme nämlich nochmal machen. Und das passiert jetzt. Oh nee, ist ein bisschen zu früh. Wie hast du denn ein Schwert gehalten? Naja, das kann schon passieren. Schönste, was passieren könnte, ist, dass wir alle sterben. Wenn ich Jade Curtis aus Tales of the Abyss zitieren darf. Ich versuche das abzuwehren mit deinem Minischwert. Oh, das ist der Typ. Ich habe schon lange nicht mehr gespeichert und jetzt kommt ein Boss auch noch. Jetzt ging alles immun, ist klar. Wow, wat? Wir machen mal so weiter. Funktioniert. Okay, meine Strategie geht auf. Ich hau einfach wie blöd. Aua! Auf ihn rein. Okay. Ja. Sehr gut. Geh doch mal ein bisschen weg, verdammt. Die steht einfach und zaubert von da. Auf die Schule. Sehr gut. Ich finde, der geht eigentlich noch. Ein Schwert, okay. Stück. Ach, mit Kreis. Ja, gut ist, ich bekomme keinen Schaden, weil mir wahrscheinlich beigebracht werden muss, aber ich drücke, ich drücke, ich drücke. Mein Gott, ist das ein beschissenes Timing. Sehr schön.
Aber irgendwie klar, der nicht so schwer ist, ne? Solange wie ich nicht mehr gespeichert habe. So. Wie oft kann ich ihn halt einsetzen? Sehr gut. Boah, viele Erfahrungspunkte. Mystische Arts. Figuren, die mystische Arts erlangt haben, können mit ihnen großen Schaden anrichten. Wenn du eine Combo X und R2, vor allem, ich muss erst R2 gedrückt halten und dann X drücken. Und nicht gleichzeitig. Kollisionskurs. Aber da steht schon wieder X und R2. Das ist ein bisschen verwirrend. Während du bei SA bei 3 oder höher liegst und dich im Normalzustand befindest. Das Art wird nur aktiviert, wenn der anvisierte Feind während der Combo Schaden davon getragen wird. Okay. Es war ein überraschend einfacher Kampf. Ich will aber gerne einen Speicherpunkt haben, um mein Nichtsterben zu versichern. Nur so nebenbei. Und es sieht nicht so aus, als würde irgendwo ein Speicherpunkt auftauchen. Was macht ihr denn eigentlich hier? Ja, und da soll ich jetzt durchgehen. Haben sie kurz vorm Level ab und wir haben eine Kampffunktion gelernt. Endgültigkeit. Wenn die gescheuerte Figur über mindestens 3 SA verfügt und eine mystische Art wählen kann, wird es automatisch gewirkt. Nein. Ich habe irgendwas bekommen. Nee. So. Was ist denn hier? Gar nichts, ne? Das ist ein Speicherpunkt. Warum wird er mir nicht angezeigt? Nimm das auf. Der mir eiskalt nicht angezeigt, ey. Und die scheinen mich zu ignorieren anscheinend. So, speichern. Erstmal. Aber Spinner, ich schmeiße mich von einem Kampf in den anderen. Und dann ich irgendwie, weiß ich nicht. Speichern kann inzwischen, die haben sie ja nicht mehr alle. So, wie kurz ist Fan vom Level Up? 247 ist nicht viel. What? What? Ich verstehe immer noch nicht, warum ich 0SK am Anfang hab. Plane auch nicht alle zu töten. Nur ein paar. Wer hat irgendwie so einen Einfluss darauf, wie viel ich hier getötet habe? Wird mir jetzt nicht gefallen. Ich ignoriere mich, ich krieg das Ganze. Ja. Boah. Alter, willst du mich eigentlich auf den Arm nehmen? Boah. Haben die Nerven. Neue Kampfaktion erlernt. Schon wieder. Er war noch von Frieden. Ja, nichts Neues. So, jetzt bin ich oben mit Ruhe. Apfelgummi.
1. Ja, und da ist noch ein Monolith. Seraphisches Art. In 0,5 Sekunden nach dem Wirken seraphischer Art kannst du feindliche seraphische Art besonders gut abwehren. Okay. Ich will mich jetzt nicht so in Sachen, die ich sowieso wieder vergesse. Aber gut zu wissen. Man kann es ja jederzeit nachschlagen. So. Und wo bin ich jetzt gekommen? Von da muss ich hin und da möchte ich noch gerne erkunden ein bisschen. Wenn es geht. Am besten so vielen Leuten wie möglich aus dem Weg gehen. Da sind wir gekommen, ne? Und darum steht schon jemand. Stimmt, der ist ja nicht der aus dem Intro. Der Löwentyp. Ich glaube ja, ne? Das Intro, das ihr nicht gesehen habt, außer ihr habt auf den Link geklickt, den ich hinzugefügt habe. Unter dem Video. Aber hier scheint nichts mehr zu sein, glaube ich. Bin ich hier vollkommen umsonst. Ich habe nicht, dass wir jetzt direkt gegen ihn kämpfen. Oh nein, da verfolgt mich einer. Jetzt guckt euch mal an, wie weit die mich verfolgen. Guckt euch das an. Immer noch hinter mir. Immer noch hinter mir. So. Ist auch nichts, Mann. Warum? Was? Ich wollte mir erst ein paar Dinger noch aufsparen, aber ich verbrauche ja keine, ehrlich gesagt. Solange ich nicht Dinge einsetze. Wir haben noch. Die Zeit merke ich gerade. So. Schwarzes Zeug. Oh, zwei Gegner noch, dann können wir Level abholen. Wir haben immer noch 3 von 3. Wird schon schlimm sein, ein paar von den zwei Lady. Oh nee. Oh doch. So einer. So. Na? Nicht vor, dass ich mich so amortisiert habe, ne? Ey, die ganze Zeit wegrennt hier, wie blöd. So. Muss ich mal gucken, titelmäßig. Hey. Was zum... Haben die sich geändert? Die hießen vorher nicht so. Trainierter Plünderer, Hirte. Die hießen vorher nicht so. Dann nehmen wir mal den hier. Routinierter Plünderer. Okay, das ist aber cool. A-Art, Flammenwirkerin. A-Art, ja. Regenschirmträger, merken. Okay, die können noch aufleveln, die. Ja. Das war mal gut. Mein Level abhaben. Ich wollte schon sagen, wenn er mich schon wieder hier. So, keine Arzt leider gelernt. Blutenwirker. Ja, sehr gut. Ich dachte, er kann auch 5 maximal erreichen. Hab ich das Spiel angelogen.
Irgendwo stand nämlich bei der Hilfe, dass das nur bis 5 geht, glaube ich. Weil jetzt lasse ich mich nicht den ganzen Weg hier hinrennen, ohne dass hier irgendwas ist. Ich muss den Herrscher des Unheils aufhalten. Schokoladengelato. Warte mal. Was soll ich? Ich habe schon wieder 0. Stört mich. Vor allem nur Soraya hat immer 0. Ja, du kriegst jetzt aufs Maul. Oder ich, einer von beiden. Er sticht da einfach jemanden. Ich würde lieber den Bogen nehmen, da ist schön auf Abstand. Der macht uns jetzt platt. Game over, Leute, Game over. Sehr reizend. Oh nee, ne. Oh, verdammt. Oh, die Maske ist ab.
frage mich, wer jetzt diese Person ist. Kann ich meinen Fortschritt hier speichern? Nein? Okay. Manchmal ist das ja so nach Cutscenes. Oh mein Gott! Mikrio! Das habe ich jetzt echt nicht kommen gesehen, ey. Okay. Oh Gott. Oh Gott, langsam. So, speichern. Und dann würde ich sagen, ich bin die Party und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Systeria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.